Schönen guten Morgen, letzter Handelstag der Woche. Noch ist aber ganz, also die ganze Woche natürlich nicht ganz vorüber. Wir haben noch mal eine Sitzung vor uns. Jetzt schauen wir zunächst einmal ganz kurz zurück an die Wall Street. Es ist praktisch nichts passiert. Also die Indizes auf hohem Niveau haben konsolidiert. So richtig Lust am Investieren hatte hier wohl niemand. Es gibt auch keine großen kurstreibenden Nachrichten. Das Steuerreformpaket von Donald Trump ist weiter im Markt. Jetzt wird man drauf schauen. Also wird man schauen müssen, was man aus der ganzen Veranstaltung macht, ob es sich eine Mehrheit dafür findet, ob es am Ende durch den Kongress gehen kann, weil es gibt ja eine genügend Kritikpunkte, unter anderem die Finanzierbarkeit. Wenn es kommt, ist es eine tolle Sache für die Unternehmen, aber auch für die mittleren Einkommen, mittleren bis höheren Einkommen in den Privathaushalten. Die würden zweifelsohne profitieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Verlierer. Das sind die unteren Einkommen. Und genau hierum geht es. Es ist, wie gesagt, es gibt Kritiker, die sagen, dieses System ist noch nicht ausgegoren. Dieser Vorschlag ist noch nicht ausgegoren. Und man muss sich das Ganze ja erst anschauen. Aber nichtsdestotrotz, es ist im Markt drin. Man will es vorantreiben. Und es gibt einen Konsens, dass man etwas an den Steuern ändern muss. Und jetzt schauen wir ganz kurz mal zurück. Jetzt schauen wir nicht zurück an den Dow, sondern jetzt schauen wir uns mal den Euro-Dollar an. Der hat sich jetzt so hier ein bisschen festgearbeitet, 1,1778. Das wird die Händler in Frankfurt wieder freuen, denn immer dann, wenn der Euro etwas schwächer wird gegenüber dem Dollar, dann ist das natürlich gut für unsere Exportwerte. Nichtsdestotrotz auch hier, es ist mehr oder weniger eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Wir waren mal knapp über dieser 1,20er Marke, haben uns eine Zeit lang auch darunter entwickelt, aber im Großen und Ganzen bearbeiten wir hier dieses Feld so 1,18 etwa. Von daher könnte ein bisschen positive Impulse auslösen, aber sicherlich nicht allzu viel, zumal ja auch noch Wirtschaftsnachrichten am Konjunkturdaten dann am Nachmittag anstehen. So, kommen wir mal zum nächsten. Der Ölpreis, der uns in den letzten Tagen ein wenig beschäftigt hat, auch hier drüber gesprungen über den langfristigen Trend. Schöne Aufwärtsbewegung, jetzt so ein bisschen verharrender auf dem höheren Niveau, nicht ganz so schön. Ich hatte es schon mal erwähnt, ich brauche Heizöl. Das bedeutet, ich muss etwas tiefer in die Tasche greifen. An den Zapfsäulen sehen wir das ebenfalls, dass sich die Preise etwas nach oben entwickelt haben. Und es gibt natürlich, wie immer, wenn es nach oben läuft, jetzt auch schon wieder Stimmen, die sagen, naja, 50 ist noch nicht das Ende, es wird zu einer Verknappung des Öls kommen und das bedeutet 60 Dollar, damit sollten wir uns eher anfreunden, je fast. Das werden wir aber im Auge behalten. Ebenso wie die Aktie von Walt Disney, Sie sehen, eine einzige Linie nach unten, dann der Angriff, die Attacke noch von Donald Trump und natürlich die Probleme mit ESPN. Also das ist eine Gemengelage, die die Aktionäre so ein bisschen vergrätzt. Jetzt sind wir hier an einem relativ interessanten Punkt angekommen, denn hier verläuft der Abwärtstrend. Wenn er gebrochen werden kann, hätten wir ein kurzfristig technisches Kaufsignal, aber soweit ist es noch nicht. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen, wenn Sie sich US-Werte anschauen, schauen Sie sich nicht den Euro-Chart an, schauen Sie sich den Dollar-Chart an. Beim DAX reicht der Blick auf einen. Genau, und jetzt sehen wir, in den vergangenen Tagen lief es gut, überraschend gut, nach der Bundestagswahl. Obwohl noch nicht ganz klar ist, wie die kommende Regierung aussehen wird, wird es ein Jamaika-Bündnis, wird es vielleicht am Ende doch wieder eine große Koalition. Man weiß ja nicht genau, was da im Hintergrund gespielt wird. Dem DAX hat es jetzt nicht unbedingt schlecht getan. Der ist unvermindert weiter nach oben gelaufen. Und Sie sehen es so weit, das sind 2% von hier aus gerechnet, so weit sind wir gar nicht mehr vom Allzeithoch entfernt. Conti könnte davon profitieren, dass Pirelli an die Börse will. Das bedeutet letztendlich, dass man für die eigene Reifensparte natürlich einen Bewertungsvergleich ziehen könnte. Und das kann der Aktie eigentlich nur gut tun. Wobei, wenn man sich die vergangenen Tage und Wochen hier anschaut, noch steiler kann dieser Aufwärtstrend eigentlich gar nicht laufen. Bleibt also bei uns eine der Empfehlungen, sollten Sie auch weiter auf der Beobachtungsliste haben. Bei Bayer sieht es hingegen so aus, man hat sich von 6,3% der Anteile an Covestro getrennt, kriegt dafür rund 1 Milliarde, hält jetzt noch so etwa 6 oder 7%. Das bedeutet, dass man jetzt ohne weitere öffentlichen Bekanntgaben den Anteil weiter reduzieren könnte. Das ist eigentlich eine ganz positive Nachricht. Und Sie sehen, die Bayer-Aktie entwickelt sich so hier auf dem langfristigen Trend weiter nach oben. Also,
Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus für das Papier, könnte dann mal irgendwann einen Schubser nach oben gehen. Problematisch wird es erst dann, wenn wir unter diese gelbe Linie fallen und uns dann so 2-3% abgesetzt haben. Das wäre ein Verkaufssignal, aber das wissen Sie, und dann würden wir die Aktie auch wieder dabei haben und entsprechend darüber berichten. So, und jetzt hoffe ich, dass wir in Frankfurt einen Gesprächspartner haben. Genau, meine Kollegin Viola Grebe, die steht schon parat, um uns jetzt mit den neuesten Informationen zum DAX zu versorgen. So sieht's mal aus. Guten Morgen aus Frankfurt. Guten Morgen. Ja, es sieht auch nicht schlecht aus für den Start in diesen Tag. Du hast ja gerade schon gesagt, der DAX eigentlich seit der Wahl ganz ordentlich unterwegs. Gestern konnten wir ja noch mal eine ganz nette Schippe oben drauflegen. Und für den Start sieht es danach aus, als gingen da sogar noch ein paar Pünktchen oben drauf. Der Euro, das war ja zuletzt immer so der Hingucker, aber der hat sich ja, hast du ja auch gerade darüber gesprochen, wieder so ein bisschen stabilisiert. Aber die Steuerpläne von Donald Trump, die haben nach wie vor ja auch an der Wall Street doch einiges an Positivem ausgelöst. Das heißt, die Vorgabenseite war natürlich auch davon mit beeinflusst. So Details wie die Finanzierung, ja, die Kritikpunkte, die es generell daran gab, stellt man jetzt mal so ein bisschen nach hinten. Jedenfalls kam es an der Wall Street gut an und der Dow hat zugelegt um 0,2%. An den asiatischen Börsen sehen wir auch einiges an Grün, zumindest beim Hang Seng und beim Shanghai Composite. Der Nikkei noch so ein bisschen im Minus unterwegs, aber auch nicht dramatisch, rund bei 0,1%. Also könnte jetzt noch für ein paar Pünktchen plus für den Start reichen. Im Laufe des Tages haben wir dann gerade aus den USA auch noch mal Daten. Vielleicht können die uns auch noch mal ein Stückchen anschubsen. Da haben wir zum Beispiel den Chicago Einkaufsmanager-Index und das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Vielen Dank nach Frankfurt für diesen kurzen Überblick. Ja, das ist von unserer Seite schon gewesen. Sie sehen ja, am Nachmittag kommen dann ein paar relevante Daten. Die kann man sich noch mal etwas genauer anschauen. Ansonsten muss man sagen, der September ist gar nicht so schlecht gewesen, wie man ihm immer nachsagt und wie die ganzen Statistiken belegen. Aber da zeigt sich auch wieder, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.